Der SV Darmstadt 98 ist ja richtig gut in die neue Zweitligasaison gestartet. 4 Punkte aus 2 Spielen, das Resultat souverän, war man außerdem in der ersten Pokalrunde beim 6:1-Sieg beim FC Oberneuland. Nun geht's ins Testspiel gegen Hessenligist Hanau 93. Die Lilien in den blauen Trikots von rechts nach links, natürlich heute im personellen Schonwaschgang unterwegs. Viele Reservisten sowie Spieler aus der U19 komplettieren die Startformation und die Darmstädter mit dem besseren Start, mit der ersten guten Doppelchance über Johannes Wurz, der die Möglichkeit hat per Kopf. Dieser Schuss von Segeritsch auf der Linie geklärt und dann ist Keeper Armin Brau mit einer richtig guten Reaktion beim Rebound zur Stelle. Die Darmstädter natürlich Spieldominanz, aber die Hanauer hielten konsequent dagegen und verteidigten mit voller Moral und Mentalität. Armin Brau hier mit der nächsten richtig guten Parade, aber sie zeigten natürlich auch Akzente nach vorn. Das ist Dennis Gogol auf der linken Seite, zieht in die Mitte und touchiert mit seinem Schuss den Querbalken. Anschließend wurde es ein bisschen stürmisch, nicht auf dem Platz, dafür im Himmel. Es blitzte, es donnerte, dementsprechend war der Schiedsrichter gezwungen, die Partie um 10 Minuten zu pausieren. Danach ging es wie normal weiter und Darmstadt 98 gelang jetzt mehr und mehr der Durchbruch. Langer Ball in die Offensive und wieder Armin Brau. Eine Parade ist heute einfach schöner als die andere. Kurz darauf, wir sind in Minute 41, baugleiche Szene, wieder ein langer Ball und dann ist es Dennis Owusu, der setzt sich durch und macht den rein, 1:0, der natürlich verdiente Führungstreffer für Darmstadt 98 durch den Deutschgermanen, der sich im Zweikampf und im 1 gegen 1 überragend durchringt. Das war auch der Pausenstand, 0:1 für die Lilien. Der zweite Durchgang floss so langsam vor sich hin. Hanau hatte mehrere, aber nicht wirklich gefährliche Chancen. Auf der anderen Seite ist dann Darmstadt 98 einfach effizient. 78. Minute, Johannes Wurz vorbei an Keeper Brau zum 0:2. Aber dennoch, Hanau 93 zeigte eine richtig kampfeswillige, engagierte Partie und war drauf und dran, sich zu belohnen. Igor Berezowski, der Keeper der Darmstädter, touchiert hier leicht den Ball und verhindert somit den Einschlag. Kurz darauf, das ist Karaman Damar gegen Pfeiffer am Rande der Legalität, legt ihn in die Mitte und da ist Platz für Engin Aslan. 1:2, der aufgrund des Einsatzes, aufgrund der Moral, aufgrund der Mentalität hochverdiente Treffer für den Hanauer FC zum 1:2. Das Spiel jedoch war keines, was eine rasante und dramatische Aufholjagd bereithielt. 88. Minute, Freistoß Darmstadt 98 und das 1:3 durch Matthias Wittek und die gleichzeitig letzte Aktion der Party. Darmstadt 98 setzt auch auf Testebene den guten Lauf fort. Am kommenden Montag geht es dann weiter in der zweiten Bundesliga mit dem Duell mit Aufsteiger VfL Osnabrück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.